Danke, Jesus. Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz hierfür Werbung machen. Und zwar vielleicht nochmal eine Meldung. Wer von euch hat dieses Buch Erneuert noch nicht? Das ist wunderbar. Wenn 100% dieses Buch haben, dann sind 100% echt gesegnet mit dem Buch. Ihr dürft es gerne weiterempfehlen. Also Rebecca, die hat so viele Aufträge. Sie macht ja den Mediendienst für Hand in Hand und verschickt Tag für Tag, weiß ich, wie viele von diesen Büchern. Aber empfiehlt das auch ruhig weiter. Und ich finde das so klasse. Ich habe schon von vielen von euch immer wieder Zeugnisse gehört, wo es dann zum Beispiel letztes Mal mir Jakob gesagt, boah, Bruder, das Buch, ich habe das den einen Tag kurz, ich war auf der Arbeit, hatte Anfechtung, habe dann da drin rumgeblättert, auf einmal hat das so mich angesprochen. Also arbeitet damit und es ist wirklich parallel zu der Jüngerschaft, die wir machen, wirklich Hammer. Wirklich, es ist auch ohne diese Jüngerschaft, es ist auch wirklich Hammer. Dieses Buch ist einfach sehr, sehr nützlich. Also ich wollte es nochmal empfehlen, macht davon Gebrauch. Okay. Ich freue mich riesig, dass mein kleines Rätsel, oder das sollte ja noch nicht mal ein Rätsel sein, ich wollte euch nur so ein bisschen anfeuern, ne? Und das hat ja ganz schön was ausgelöst. Also bei uns im Brüderchat zum Beispiel, da hat sich das ja überschlagen, was ist das und dies ist das und jenes ist das und ich glaube, das ist das. Und ja, ich freue mich einfach. Ich habe dann von Nino noch gehört, dass er auch am Rätseln war, hier hinten in diese Richtung und in diese Richtung. Und ich möchte euch, bevor wir das Rätsel auflösen, möchte ich euch einfach einen kleinen Tipp geben. Vielleicht kommen wir dann da drauf, ja? Wenn ich sage, wir werden uns heute das Thema anschauen oder wir werden uns heute betrachten, was der Massenmörder Nummer 1, und ich habe es im Brüderchat so genannt, was der Massenmörder Nummer 1 unter Christen und in der ganzen Menschheit ist, dann ist der erste Tipp, den ich gebe, wir sollten uns nicht darauf versteifen, uns irgendwie an einer Person festzumachen. Weil viele haben dann gesagt, ja, es ist Satan. Nein, es ist nicht Satan. Satan ist eine Person. Zum Beispiel ist ein Massenmörder Nummer 1 auch die Atombombe. Und das ist keine Person, es ist eine Sache. Ja? Und der nächste Tipp, den ich gebe, aber ich glaube, wenn ich diesen Tipp gebe, dann ist sowieso schon alles klar. Aber ich sag mal so, was hat denn selbst Satan umgebracht? Ja, bitte? Stolz. Stolz ist der Massenmörder Nummer 1. Stolz war es, Katja wusste es? Das Erste, was ich gesagt habe, war Stolz. Stolz, super. Stolz ist der Massenmörder Nummer 1. Stolz hat das größte und höchst geschaffene, das größt und höchst geschaffene Wesen, ja, nämlich damals noch Hellel, dieses Lichtwesen, was wir unter Luzifer kennen. Stolz hat Luzifer zu Fall gebracht und hat sozusagen eigentlich, wenn man es wirklich ernst nimmt, zur ersten Sünde im Universum geführt. Und jeder von uns weiß, was das Resultat der ersten Sünde beinhaltet, selbst das Resultat der ersten Sünde des Menschen. Und somit können wir mit Fug und Recht behaupten, Stolz ist ein Massenmörder. Auf jeden Fall ein Massenmörder. Es ist nicht der Massenmörder unbedingt. Es gibt viele Dinge, die einfach morden und töten. Ja? Und natürlich, wenn man es an einer Person festmacht, dann ist es Satan, das ist klar. Aber Stolz ist absolut gefährlich und tötet. Und wir wollen uns heute anschauen, wir haben uns ja das Thema Rebellion angeschaut, wie wir Rebellion überwinden. Wir haben uns diese Dinge angeschaut, wie wir Gebundenheiten überwinden. Und heute kommen wir nochmal, es geht immer mehr zu einem Kern hin, zu einer Wurzel hin. Ja? Es heißt ja beispielsweise von dem Thema Stolz, der Herr widersteht dem Stolzen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das ist so wichtig, dass wir das einfach auch begreifen, dass Stolz nicht einfach nur in der Christenheit ein Wort ist, ein Schlagwort und ja, okay, ist eine blöde Sache, müssen wir lernen, irgendwie von frei zu werden, sondern wir müssen wirklich sehen, ey, Stolz ist das Ding, was Gnade von uns weghält. Stolz ist das, was verhindert, dass wir überhaupt zum Glauben kommen könnten, weil Stolz das ist, wo Gott sich sagt, okay, dem widerstehe ich mit meinem Angesicht entschlossen entgegen. Und ich frage dich, wenn Gott einem Menschen oder einer Sache widersteht, wer oder was
in dem ganzen Universum mag sich gegen Gott denn auflehnen? Es ist fast so vernichtend wie das Urteil, allen aber, die die Liebe zur Wahrheit, ja, Thessalonicher, allen aber, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, denen sendet Gott, nicht Satan, einen starken Geist. Gott sendet ihnen einen starken Geist des Irrtums. Das ist genauso vernichtend, weil was willst du machen, wenn Gott dem Menschen einen Geist des Irrtums sendet? Dann bist du verloren. Und deswegen sind diese Dinge so elementar wichtig, dass wir wirklich daran gehen. Und ich sage dir, Stolz ist nicht nur der Killer von Menschen, der Massenmörder, Stolz ist auch der Killer von Ehen. Letztendlich, wenn eine Ehe am Zerbrechen ist, letztendlich kannst du es auf jede Versuchung des Menschen sozusagen bis ins letzte Detail hinunterbrechen, am Ende steht der Stolz. Es steht der Stolz, dass der Mensch meint, ich will aber so. Und das werden wir uns heute anschauen und das Thema ist extrem wichtig, Stolz zu überwinden. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir so einen kleinen Einschub gemacht mit dem Thema Evangelisation und das ist jetzt, glaube ich, auch dran gewesen und da wird auch noch mehr von kommen. Ich habe da ganz stark auf dem Herzen auch noch mehr von zu verkünden, aber wir wollen jetzt heute einfach in dieser Sache weitermachen, dass wir weiter in dieser Jüngerschaftsschule wirklich an den Kern gehen, wo unsere Identität bestimmt wird, wo unsere Identität geschliffen wird, wo unsere Identität definiert und herausgestellt wird. Und darum geht es ja. Okay, ihr Lieben, wir fangen an heute, das Thema Stolz zu betrachten. So, das nochmal ein Überblick der letzten Einheiten, bevor wir das Thema mit dem Evangelisieren hatten. Und dann wollen wir uns heute diesem Thema widmen. Stolz überwinden. Stolz kommt vor dem Fall. Die Verbindung zwischen Stolz und geistlicher Kampfführung. Unabhängigkeit hat einen hohen Preis. Falsche und wahre Demut, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte heute gerade noch ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen. Er war übrigens der Einzige, der genau wusste, worum es heute so, was heißt genau, aber er wusste, worum es heute ging, weil ich halt eben dieses Gespräch mit ihm auf der Arbeit hatte. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, Sven, die Sache, die du mir erklärt hattest über in dem Bereich von Demut und wahre und falsche Demut, aber ich habe das da anders bezeichnet, ja, mit Menschenfurcht und sowas habe ich das bezeichnet. Er sagt, das hat mir richtig geholfen, da wurde ich frei. Ich wurde frei. Und ich sage, danke Jesus, Halleluja. Darum geht es doch, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Also wir werden heute, und da habe ich auch zu dem Kollegen gesagt, das ist übrigens heute Thema der Jüngerschaftsschulung, wahre und falsche Demut werden wir uns betrachten. Wo ist da der Unterschied? Wege des Stolzes. Stolz ist das Hauptmerkmal dieser Welt, dem Stolz durch Bekennen, Sterben, Gebet und Proklamation. Ist gar nicht so viel heute und ich hoffe, wir kommen ganz gut durch. Wie immer, wenn du Fragen hast, wir haben jetzt wieder was Neues probiert, hier vorne steht ein kleiner Lautsprecher, der auch nochmal das verstärkt, was du in diese beiden Mikrofone reinsprichst. Bitte, wenn du eine Frage hast, scheu dich nicht, stell die Frage, aber stell sie bitte direkt nah am Mikrofon und nicht irgendwo hier das Mikrofon, weil dann bringt das nichts. Okay, fangen wir an. Stolz überwinden. Ich sagte es schon, Stolz ist ein Massenmörder. Merkmale eines stolzen Menschen. Der stolze Mensch ist nicht belehrbar und nicht korrigierbar. Er tut die Dinge, wie nur er es für richtig hält. Der stolze Mensch sagt, es war meine Idee und ich kann es aus meiner eigenen Kraft und mit meinen eigenen Möglichkeiten erreichen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ich mag meinen, ja, denn so sind wir alle gestrickt gewesen von Anfang an. Ja? So wurde ich erzogen und so wurdest auch du bestimmt erzogen, so nach dem Merkmal, stell die Kanne ab und nimm die Hand und glaub an dich selbst und ne, dieses ganze, sag ich mal, Thema mit Selbstbewusstsein. Ja? Wir sind die Steuermänner unseres eigenen Bootes sozusagen. Stolz ist die Wurzel des Bösen. Die Bibel sagt über Satan, und da komme ich nochmal drauf zurück, was ich eben gesagt hatte, denn Stolz war es, was ja Satan zu Fall brachte. Denn du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Hier spricht die Bibel direkt von Satan.
erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf meinen Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich, da sehen wir es, Massenmörder, bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Daher kommt auch dieses Sprichwort, ja, selbst der Satan ist ja gefallen durch seinen Stolz. Stolz kommt vor dem Fall, kennen wir alle. Übrigens, die meisten Sprichworte in unserer umgangssprachlichen, in unserem umgangssprachlichen Gebrauch kommen aus der Bibel. Ja? Stein des Anstoßes, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Stolz kommt vor dem Fall. All diese deutschen Sprichworte, sie kommen ganz viel aus der Bibel. Okay, Stolz kommt vor dem Fall. Satan, das wissen wir aus dem biblischen Kontext sehr, sehr klar. Satan rebellierte in seinem Stolz gegen den Schöpfergott und wurde dabei aus dem Himmel ausgestoßen und nahm ein Drittel der Engel mit sich. Und ich mag da immer wieder ganz gerne zu sagen, ihr Lieben, keiner weiß, wie viele Milliarden Engel das sind. Ein Drittel, das ist, also wir wissen eins, es sind viele. Es sind viele. Wie viele Engel sind durch Stolz zu Fall gekommen? Ja, Jesaja sagt, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Hellel, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Ja, hier nochmal leuchtender, glänzender, lateinisch Luzifer, Lichtträger, doch er spiegelte nicht mehr länger die Herrlichkeit Gottes wider, er wurde Satan, der Teufel, und herrschte über seine Brut gefallener Engel, die in der Bibel als Dämonen beschrieben werden. Es war Stolz letztendlich, der Satan zu Fall brachte. Und ich finde es immer wieder so gewaltig, dass wir uns einfach mal vor Augen führen, wie giftig Stolz ist. Wir müssen uns das ja so vorstellen. Da waren jetzt Milliarden von Engeln. Die Bibel gibt uns irgendwie so einen Hinweis, dass sie so zahlreich sind wie die Sterne am Firmament. Also man kann sie wohl auch nicht zählen, ja? Da waren jetzt Milliarden von Engeln. Das waren Wesen, die an Intelligenz, an Herrlichkeit, an Majestät, an Kraft, an Stärke, an allen guten Tugenden kaum zu übertreffen sind. Diese Wesen hatten niemals in ihrem Leben überhaupt von Sünde gehört und wussten nichts von dem Einfluss der Sünde. Aber es war Stolz als Auslöser, der sie sozusagen versucht hat. Und ich weiß nicht, wie es abgelaufen ist. Wie muss das da im Himmel abgelaufen sein? Dass Satan dort für sich Anbetung suchte und sich darstellte, als wolle er Gott sein. Und ich weiß nicht, die Bibel gibt uns da nicht so den Einblick, aber es muss ja irgendwie so gekommen sein, dass eine ungeheuer große Zahl Engeln abgefallen ist und diesem Satan gefolgt sind. Wie muss das gewesen sein? Hat da einer zum anderen gesagt, ey, stimmt eigentlich, ich sehe doch, dass Satan, also er hieß ja nicht Satan, aber ich sehe doch, dass Luzifer auch hübsch ist und dass er auch glänzt. Und irgendwie hat er doch recht, oder nicht? Hat er dich auch schon mal, ja, er hat mich auch schon angesprochen. Eigentlich finde ich auch, ihm gebührt auch ein bisschen Ehre. Wisst ihr, wie das abging, dieses Sauerteig, dieses Prinzip, der eine Engel und zum nächsten, bis Millionen und Milliarden rebelliert haben gegen unseren Schöpfergott? Können wir uns vorstellen, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, fegt den alten Sauerteig raus? Ich meine, es fing im Himmel an. Der Himmel ist wie ein Spiegelbild und Vorschatten von dem, was dann auf Erden auch geschah. Ich möchte, dass wir uns da so ein bisschen hineinfühlen, welch ein bitteres Gift Stolz ist. Dass Wesen wie Engel verführt wurden durch Stolz. Und das Wort Gottes sagt, ein Drittel, Offenbarung 12,4, ein Drittel der Engel, so viele wurden eigentlich nur aus der Quelle des Stolzes verdorben und haben ein jähes Ende gefunden. Das ist gewaltig, oder? Okay, es war Stolz, der Satan zu Fall brachte. Wir wollen uns nun die Verbindung anschauen zwischen Stolz und geistlicher Kampfführung. Ich meine, wir reden ja viel, wir als Gemeinde reden sehr viel über Epheser 6. Ja? Wir wissen, unser Kampf, der uns bestimmt ist, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern geistlich und mächtig bei Gott zur Zerstörung von Festungen und Gebäuden und Konstrukten und all diese Dinge. Wir wissen, dass unser Kampf bestimmt ist gegen Herrschaften und Gewalten in himmlischen Regionen. Und wir reden viel und praktizieren hier auch viel Kampfführung, geistliche Kampfführung. Aber wissen wir, dass gerade auch eine Verbindung zwischen Stolz und geistlicher Kampfführung besteht?
Geistliche Kampfführung gegen Satan wird nämlich immer dort praktiziert, wo wir bewusst und aktiv dem Stolz widerstehen, indem wir uns Gott und den von Gott eingesetzten Autoritäten unterordnen. Ist krass, oder? Dass wir auch mal von dieser Seite beleuchten, was geistliche Kampfführung ist. Sie fängt nicht erst dann an, wenn wir vollmächtig und rhetorisch ausgefeilt im Gebet proklamieren: Ich binde dich, Satan, in himmlischen Regionen, Mächte und Gewalten nehme ich gefangen unter die Autorität Christi. Ist alles wunderbar, hört sich alles wunderschön an und kann man bestimmt auch gut Eindruck mitschinden. Aber wer hat schon mal wirklich bedacht, ey, mein geistlicher Kampf beginnt da, wo ich Gott mehr gehorche als mir selbst oder Gott mehr gehorche als den Stimmen, die mir einreden wollen, diese oder jene Sache ist jetzt gut. Geistliche Kampfführung hat schon längst begonnen an dem Punkt, wenn du gerade mal spürst, ich werde verführt und dann dich entscheidest, nein, ich unterordne mich jetzt in diesem Moment, wo die Verführung so real, so präsent, so verlockend nach mir giert, ich unterwerfe mich meinem Gott. Du bist schon mittendrin in der Kampfführung. Du fängst nicht erst jetzt an, du bist schon mittendrin im geistlichen Kampf. Wenn wir das begreifen, verändert sich unsere ganze Kampfführung, ihr Lieben. Wenn wir begreifen, dass das schon geistlicher Kampf ist, dann kommen wir dahin, dass wir realisieren, ey, es ist wirklich so, diese Waffenrüstung, die im Epheser 6 beschrieben ist, die ziehen wir gar nicht mehr aus. Und ich sage es immer wieder gerne, der immer wieder sagt, lass uns die Waffenrüstung anziehen, der muss sie wieder anziehen, weil er sie mal ausgezogen hat. Ich sage lieber, lass sie immer anlassen. Wir brauchen sie sowieso die ganze Zeit. Amen. Okay, hier nochmal 2. Korinther 10, 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mickrig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Die sind mächtig, Amen. Die sind mächtig, diese sind mächtige Waffen, das sind keine mickrigen Waffen. Aber warum, und das ist, ich überspitze das mal so, warum sind die so verachtet? Warum werden sie in der Christenheit als mickrig gelebt? Vielleicht nicht, es wagt sich keiner, die als mickrig zu bezeichnen. Aber viele bestätigen in dem, wie sie gebrauchen, diese Waffen, bestätigen mit ihrem Leben, dass ihnen diese Waffen eigentlich mickrig vorkommen. Sonst werden sie sie ja viel besser einsetzen. Ja? Also nochmal, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Lass uns das wirklich im Hinterkopf behalten. Unser Kampf hat schon lange begonnen, bevor wir überhaupt realisieren oder merken, Verführung klopft an unsere Tür. Okay, wir gehen weiter. Dieses Prinzip der geistlichen Kampfführung im Widerstand gegen Stolz finden wir in Gottes Wort klar beschrieben. Mir ist es immer wieder wichtig, dass wenn du zu mir kommst und sagst, Sven, dafür brauche ich eine biblische Grundlage, dass wir da auch eine sehen. Gott widersteht den Hochmütigen, sagt uns ja das Wort, ja, dem Stolzen sozusagen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann steht dort, so unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Der Widerstand gegen Satan ist gefunden in der Unterordnung unter Gott und seinem Wort und seinem Willen. Und da sind wir schon mitten im Kampf. Denn Satan zu widerstehen, ist Kampf, oder nicht? Und wie viele Christen kennen den zweiten Teil dieses Verses? Widersteht dem Satan, so wird er von euch fliehen. Und vergessen die Grundlage und die Bedingung, damit Satan überhaupt vor uns flieht. Ich sage es nochmal, Satan hat vor dir und vor mir überhaupt gar keine Angst. Und er flieht bei unserem Auftreten nicht. Überhaupt nicht. Er hat einzig und alleine Angst vor dem Herrn Jesus Christus. So, wenn wir uns nun unserem Gott unterwerfen, uns seinem Willen ausliefern, unterwerfen bedeutet auch, ich mache von meinem Selbstbestimmungsrecht keinen Gebrauch, sondern ich erkenne an, Gott ist Gott, ich bin Mensch und dein Wille ist mein Weg. Wenn ich diese Dinge wirklich aktiv praktiziere, ist das schon Widerstand gegen Satan. Und er flieht, weil er kann dann nicht, weil er kämpft dann eigentlich letztendlich gegen Gott. Wir haben uns Gott unterworfen. Gott sagt in diesem Moment, okay, mein Kind, tritt
beiseite, stell dich hinter mich. Und wer steht nun vor unserem Gott? Wir stehen hinter seinem breiten Rücken. Wir stehen hinter ihm geschützt. Wer steht nun face to face mit unserem allmächtigen Schöpfer? Der, der der Schlange den Kopf zertreten hat, er wird fliehen. Wunderbar, oder? Halleluja. Danke, Jesus. Okay, wo sehen wir noch so ein Prinzip, wo wir aktiv diese biblischen Wahrheiten leben können? Weiter heißt es im 1. Petrus 5, 5 bis 9, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Für die Kritiker, die jetzt sagen würden, oh, immer müssen sich die anderen den Ältesten unterordnen. Nein, im zweiten Teil dieses ersten Satzes heißt es, ihr sollt euch alle gegenseitig unterordnen. Auch die Ältesten müssen sich unterordnen. Hallo? Also ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Wann hast du das letzte Mal Demut als Kleid angezogen? Halleluja. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, hier kommt nochmal die Wiederholung von Jakobus 4, 6 und 7, denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht. Wie widerstehen wir? Jakobus 4, 6 bis 7. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Wunderbar, diese Wahrheiten. Einfach nur wunderbar. Und auch hier, ihr Lieben, wir werden zur Wachsamkeit gerufen. Und vielleicht ist das ein Geheimnis, aber ich glaube bei euch nicht. Aber wenn Satan verschlingt, dann geschieht das eigentlich unter den Christen nicht so, dass wirklich irgendwie so ein visueller, brüllender Löwe um die Ecke kommt und wie in so einem Horrorfilm wirst du irgendwie so, ich fühle mich gerade voll verschlungen. Wie verschlingt Satan? Er verschlingt durch verführerische Gedanken des Stolzes. Er macht dich stolz. Das ist ein Verschlingen. Er kommt und bietet dir das an, was er Jesus anbot im Garten Gethsemane. Für einen kleinen Moment war unser Herr und Heiland versucht, von Stolz, von dem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch zu machen. Er sprach zum Vater im Gebet, Vater, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorüberziehen. Da war diese Verführung, ey, eigentlich möchte ich jetzt bestimmen. Ich möchte jetzt sagen, nein, lass diesen Kelch an mir vor. Und dann auf einmal kam diese Besonnenheit, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Und der Herr Jesus Christus in allem versucht, wie wir, doch ohne Schuld, hat von seinem Selbstbestimmungsrecht keinen Gebrauch gemacht, hat dem Satan widerstanden, hat gesagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus hat sich im Garten Gethsemane unter die gewaltige Hand Gottes gedemütigt. Und was hat Satan getan? Er ist geflohen. Jesus ist uns in allem Beispiel, ihr Lieben. In allem. Wenn du dich vielleicht manchmal fragst, ja, aber wo wurde er versucht? Er wurde in allem versucht, wie auch wir. Selbstbestimmung ist eine Art des Stolzes. Was ist denn das Recht auf Selbstbestimmung? Ich weiß für mich, was selbst für mich das Beste ist. Und diesen Weg gehe ich. Auch Jesus wurde darin versucht. Aber er hat gebetet, nein, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und verschwand die Schlange. Halleluja, danke Jesus. Jesus hat uns vorgelebt, was im 1. Petrus 5, 5 bis 9 und Jakobus 4, 6 bis 7 geschrieben steht. Und das ist so wunderbar, das ist ermutigend für dich und für mich. Denn alles, was uns das Wort Gottes gebietet, hat Jesus uns vorgelebt. Okay, gehen wir weiter. Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung auch, also es sind so Begrifflichkeiten, die ein und dasselbe immer beschreiben. Unabhängigkeit hat einen hohen Preis. Nachdem Jesus den 5000 zu essen gab, sandte er die Jünger ans jenseitige Ufer. Ihr kennt die Geschichte. Er sandte sie rüber auf die andere Seite des Sees Genezareth
und ging auf einen Berg, um zu beten. Während die Jünger mitten auf dem See waren, braute sich ein Sturm zusammen. Da heißt es in der Schrift, in Markus 6, 48, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Wer ist er? Jesus. Und Jesus sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen und um die vierte Nachtwache kommt er, das ist Jesus, zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Ist irgendwie krass, ne? Warum wollte Jesus denn an ihnen vorübergehen? Wenn wir solche Texte lesen, müssen wir uns solche Fragen stellen. Warum wollte Jesus nicht gleich ins Boot? Wer hätte gedacht, okay, so ein Spaziergang auf dem See ist schon originell, da gehe ich weiter. Nein. Lieben, die Bibel will uns immer etwas sagen, sie will uns immer etwas lernen. Der Herr Jesus beabsichtigte, an den unabhängigen und selbstherrlichen Menschen vorbeizuziehen und er sagt zu ihnen, macht ruhig weiter und rudert doch selbst gegen die Lebensstürme an. Jetzt kannst du sagen, okay, aber die Jünger hatten doch bestimmt nicht vor, unabhängig zu sein und die Jünger hatten doch bestimmt nicht vor, irgendwie gegen Jesus zu rebellieren. Das hatten sie bestimmt nicht vor, aber das Bildnis, das uns hier die Bibel gibt, ist immer ein Spiegelbild auf eine gewisse Situation für uns. Viele Dinge, die Jesus mit seinen Jüngern tat, hat er dann in einem Gleichnis verpackt und hat dann dieses Gleichnis gedeutet. Und wir wissen aus dem Wort, dass alle Gleichnisreden immer auf das Reich Gottes hindeuten. Und die Jünger im Boot symbolisieren hier in dieser Begebenheit eine von Gott abgefallene Welt, die im Stolz verharrt und die sich sagt, ich bin der Captain auf meinem eigenen Lebensboot. Und Jesus ist inmitten des Sees, ist wirklich inmitten des Sturmes und er ist die Rettung, er ist der Anker der Ruhe, er ist die Hilfe in der Not, er ist Gott offenbart, ein Retter zur rechten Zeit. Und sie rudern und rudern und rudern und rudern und Jesus sieht sie rudern. Normalerweise hätten sie aufhören müssen zu rudern, als sie Jesus gesehen haben, denn dann hätten sie wissen müssen, dieser ist der Sohn Gottes und wenn er spricht, dann sind die Wellen passé, dann ist der Wind passé. Zuvor haben sie ja noch gesagt, wer ist dieser, dass ihm Wellen und Wind gehorsam sind. Aber sie haben gerudert und Jesus hat gesagt, okay, rudert mal weiter, ich gehe an euch vorüber. Und so ist es heute immer noch, ihr Lieben. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir in unseren Lebensstürmen sozusagen am Rudern sind, ist es wichtig, dass wir wissen, nicht mehr wir haben das Steuer für unser Lebensschiff in der Hand, sondern es ist Jesus Christus. Und nicht mehr wir brauchen gegen die Stürme des Lebens anrudern und ankämpfen. Wir müssen unseren Blick auf Jesus Christus wenden. Auf den einen, der dem Sturm gebietet und er gehorcht. Es ist dieselbe Geschichte, wie Jesus sagte zu seinen Jüngern, kommt, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Und dann stieg er mit ihnen ins Boot und die Schrift sagt, und er legte sich schlafen und schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Und auf einmal braute sich ein Sturm zusammen und die Wellen tobten und der Wind tobte und das Wort Gottes sagt, und die Männer im Boot fingen an zu schreien. Da muss man sich erstmal vorstellen, das waren viele Fischer dabei, die hatten schon Stürme erlebt. Und bis die anfangen zu schreien, die ihre Schreigrenze ist extrem hoch. Also da muss wirklich was los gewesen sein. Die haben dann geschrien. Und die sind dann zu Jesus gegangen und haben gesagt, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir hier alle umkommen. Was ist das? Das im Kern ist das Stolz, Unglaube. Jesus hat kurz zuvor zu ihnen gesagt, wir gehen in dieses Boot und gehen auf die andere Seite des Sees. Sie sagen nun ihrem Meister, wir haben dich sagen hören, wir gehen in das Boot und sterben auf dem See. Das haben sie nicht mit Worten gesagt, aber sie haben ihm gesagt, kümmert es dich nicht, dass wir sterben. Jesus hat aber gesagt, als sie losfuhren, wir gehen in das Boot und mit dem Boot auf die andere Seite des Sees. Verstehen wir, worauf ich hinaus will? Und so ist es, wir müssen Jesus nicht nur, wenn uns das Happy Clappy Disneyland gepackt hat und wir auf dem Gipfel der Freude tanzen, vor Augen haben, sondern gerade auch im Tal der Tränen, wenn unsere Augen verweint sind mit Schmerzen, wenn wir belastet sind mit Sorgen, ist doch die Offenbarung dieses Jesus, dieses Mannes der Schmerzen, dieses Christus, dieses Gottes offenbart im Fleisch. Er ist unsere Hilfe. Er ist der Anker unserer Ruhe. Er ist unsere Rettung.
Und egal wie groß der Lebenssturm auch ist, er, Jesus, hält uns in seiner Hand. Der Prophet sagt, siehe, in die Innenfläche meiner Hand habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind ewiglich vor mir. Auf Gedeih und Verderb, wir sind in seiner Hand. Uns kann nichts mehr zustoßen. So, und das ist es, was Jesus hier symbolisieren möchte. Macht ruhig weiter und rudert doch selbst gegen die Lebensstürme an. Jesus wird die Stolzen rudern lassen, bis ihnen die Arme abfallen. Das wird er tun. Warum? Der Herr widersteht dem Stolzen. Bis die Arme abfallen, kann der Stolze rudern. Wer aber dagegen den Namen des Herrn anruft, sagt uns das Wort Gottes, der wird gerettet werden. Was hätten sie tun sollen in ihrer Not? Sie hätten sofort, Jesus, da bist du, danke, aufhören zu rudern, ihn anschauen. Ab welchem Zeitpunkt ist Petrus, der ebenso auf dem See gehen konnte, ab welchem Zeitpunkt ist er gesunken? Ab da, wo er seinen Blick von Jesus abwandte und auf die Wellen blickte. Ab wann ist Satan gefallen? Ab da, wo er seinen Blick von dem Herrn abwandte und auf sich selbst blickte. Es ist immer wieder dasselbe, was zu Fall bringt. Die einzige Antwort, die die Welt für Menschen hat, die in ihren Lebensstürmen gefangen sind, ist, ruder einfach stärker. Du musst mehr Leistung, mehr aufbringen. Du ruderst vielleicht noch zu schwach. Vielleicht bist du noch zu schwach oder zu langsam unterwegs. Das sagt die Welt, ja. Ruder einfach stärker oder gib dem Druck nach, das ist die andere Seite, und lern einfach auf hoher See zu leben. Nein, das Wort Gottes spricht eine komplett andere Sprache und sagt, vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht, Klammer auf deine starken Arme beim Rudern, verlass dich nicht auf deine Anpassungsfähigkeit in Schwierigkeiten, verlass dich nicht auf deinen Verstand, Sprüche 3, 5. Mit anderen Worten, vertraue auf diesen Jesus Christus und sterbe deinem Selbstvertrauen und deinem Stolz. Ich möchte da vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Gewicht drauflegen auf diese Sache Selbstvertrauen. Ich bin so froh, dass der Herr uns das sehr, sehr früh gelehrt hat, wie giftig Selbstvertrauen ist und dass wir unseren Kindern, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir unseren Kindern schon mal eingebläut hätten, du brauchst ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, wir brauchen nicht mehr Selbstvertrauen, wir brauchen mehr Gottesvertrauen. Was hat Johannes gesagt? Johannes der Täufer. Ich aber? Das könnte ich für mich sehr, sehr, sehr gut auch umsetzen. Und er muss zunehmen. Amen. So, wir brauchen nicht mehr Selbstvertrauen, wir brauchen mehr Gottesvertrauen. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, der hier, das geht alles so nahtlos ineinander über. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was hiermit zu tun hat, falsche und wahre Demut unterscheiden lernen. Was ist Demut? Kann einer mal ein Beispiel von falscher Demut nennen? Gott sagt das eine in seinem Wort und ich sage das Gegenteil. Ja, das ist ja schon Rebellion. Aber es ist auch falsche Demut, genau. Okay, falsche Demut wäre zum Beispiel eines der angebrachtesten oder der am meisten gelebtesten Arten von falscher Demut, auch im Christentum. Und das war übrigens auch mit dem Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, der auch ein Christ ist, ist diese Denkweise, weil wir Christen sind, müssen wir ein bestimmtes Verhaltensschema an den Tag legen, ja? Nur weil wir Christen sind und das muss so nett und so lieb und so angepasst sein, dass wir bloß keinem anderen dabei auf die Füße treten. Ja? Zum Beispiel, die am meisten gelebte falsche Demut ist diese, nur weil wir Christen sind, versuchen wir in jedem Gespräch oder in jeder Konversation ganz demütig und andächtig irgendwie auf unsere Schuhspitzen zu blicken. Wir mögen noch nicht mal die Augen heben, ja. Und bevor wir überhaupt ein Wort sagen, fangen wir 10-mal an uns zu räuspern und ja, Entschuldigung. Und das ist nicht die echte Demut. Ich möchte ein bisschen vorausgreifen. Kannst du glauben, dass Jesus in vollkommener Demut und in vollkommenen Gehorsam und in absolut vollkommener Liebe war, als er den Tempel mit einer Geißel reinigte und die Tische der Wechsler umstieß?
So, wie können wir nun echte und falsche Demut? Jesus ist nicht in den Tempel gegangen und hat gesagt, liebe Geschäftsleute, entschuldigt bitte, dass ich jetzt hier, ich möchte ja jetzt hier nicht so ein Palaver machen, aber ich möchte auch daran erinnern, dass das hier ist ja ist ein Bethaus. Ich will es nicht zu laut sagen. Und ich finde das irgendwie so blöd unserem Vater gegenüber, dass wir hier die ganzen Tische und dass wir hier mit dem Geld und so, können wir nicht da irgendwie mal einen parlamentarischen Rat einberufen, dass wir vielleicht darüber diskutieren könnten, ob wir vielleicht diese Wechselgeschäfte hier im Tempel nicht mehr so vonstatten gehen lassen, sondern dass wir vielleicht etwas umdisponieren und die nach draußen verlagern und dann hier drin vielleicht anfangen zu beten. Wäre das nicht vielleicht ein schöner Vorschlag? Das ist nicht unser Jesus. Unser Jesus ist da reingegangen und er hat Wahrheit gesprochen. So wahre Demut, nimm das erstmal mit, wahre Demut ist erst einmal Gehorsam zur Wahrheit. Das ist das erste Merkmal von Demut. Jesus war absolut demütig und er war absolut gehorsam. Nochmals, er sagte, ich tue die Dinge, die ich meinen Vater tun sehe. Und ich rede die Dinge, die ich meinen Vater reden höre. So, absolute Demut in der Person Jesu Christi hat sich zuallererst in einem absoluten Gehorsam und einer absoluten Loyalität dem Vater gegenüber und der Wahrheit geäußert. Und nun kommt der zweite Punkt. Wir dürfen dabei, und das habe ich auch heute mit dem Arbeitskollegen besprochen, wir dürfen dabei uns nicht verführen lassen, dass wir dann lieblos werden. Ja? Ja, es ist kein Widerspruch in Konsequenz Wahrheit gegenüber. Ja? Und dafür verkaufen wir dann irgendwie unsere Liebe. Nein, das ist kein Widerspruch. Wir können konsequent sein und trotzdem 100% in der Liebe. Es ist absolut liebevoll, wenn du konsequent bist und wahrhaftig. Es ist absolut liebevoll. Und ich selbst habe in meinem Leben schon auch gerade leider, und das ist immer das Schmerzhafteste, ich habe auch schon zu spüren bekommen, was auch eine falsche, unechte Liebe ist. Eine seelische Liebe, die so viel kaputt macht. Ein Geschwafel von Liebe, 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 Liebe. Ja, wir lieben uns alle und ich liebe dich, mein Bruder. Aber es ist keine Wahrheit dahinter. Ist keine Wahrhaftigkeit dahinter. Es ist nur ein Geschwafel. Das ist ebenso wenig wahre Demut. Weil die Liebe erfreut sich an der Wahrheit. Amen. Und ebenso die Demut. Also, die Welt würde sagen, Demut ist in Armut umherkriechen und unsere Wertlosigkeit proklamieren. Ihr Lieben, das ist nicht Demut, das ist falsche Demut, die nur zu Niedergeschlagenheit führt. Paulus sagte, lass nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. Also, es gibt die Möglichkeit, dass verführerische Menschen im christlichen Gewand, mit christlichem Vokabular in einer falschen Demut daherkommen und andere Gläubige um den Kampfpreis bringen. Und das alles im Deckmantel falscher Demut. Falsche Demut, und das kannst du auch als weiteres Merkmal benennen, falsche Demut wird immer am Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort erkannt. Ja, zum Beispiel, da kannst du zum Beispiel sehen, wenn dich jemand dazu verführen will, Engeln irgendwie, und wir haben da eine ganze Bewegung, gerade auch hier auf der Welt in unserer neumodernen Zeit, die Jehovah Witnesses oder Zeugen Jehovas, ja, die ja Engel mehr verehren als den Herrn Jesus Christus oder die sogar sagen, dass Jesus Christus nur ein Engel sei. So, sie kommen dann her und meinen ganz demütig, das sind ganz demütige Menschen, die stehen an den Straßenecken ganz demütig, überall an jeder Ecke oder klingen ganz demütig an jeder Tür und trotzdem sind sie voller Stolz, weil sie Gott widerstehen und der Wahrheit widerstehen. Amen. So, wahre Demut äußert sich demnach zuerst im Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Und das ist der Grund, warum Jesus immer noch, ich sagte es eben, voller Demut war, selbst als er die Pharisäer als Schlangenbrut und Otterngezücht bezeichnete und den Tempel reinigte. Unser Jesus war immer und zu aller Zeit der sanftmütigste Mann auf Erden. Ja, okay, die Bibel sagt, Mose war der sanftmütigste Mann auf Erden, aber ich glaube, Jesus war sanftmütiger, weil das, was Mose hatte, konnte er nur haben durch Christus. Und somit kann ich sagen, Jesus war der sanftmütigste, der demütigste und der liebevollste Mann, der hier auf Erden gewandelt ist. Und trotzdem hat er solche Sachen gebracht wie Matthäus 12, 34. Ist krass, oder? Okay,
Boah, wir kommen heute echt schnell voran. Hat das was damit zu tun, dass wir alle pünktlich zu Hause sein müssen? Okay. Bitte? Ist Sanftmut gleich Demut? Würde ich nicht unbedingt gleichsetzen, ich würde aber sagen, dass beides Hand in Hand kommt. Ich würde sagen, dass beides Hand in Hand kommt. Genauso wie am Ende des Hohen Liedes der Liebe, nicht im Hohelied, aber im 1. Korinther 13, was bleibt, drei Dinge bleiben zuletzt, was ist das? Glaube, Liebe, Hoffnung. Sie sind alle beides nicht, oder alle drei nicht dasselbe, aber kommen alle Hand in Hand. Die Liebe ist das Größte. Okay. Das eine ist ohne das andere, vielleicht kann man das so sagen, das eine ist ohne das andere nicht gut unterwegs. Ja? Wer wahrhaftig demütig ist, guck mal, wer wahrhaftig demütig ist, der wird auch sanftmütig sein, weil Demut, diese wahrhaftige Demut ist ja eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und er war wahrhaftig demütig und von Herzen sanftmütig auch. Ne? Ja. Ja, genau. Paulus sagte, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Römer 12, 3. So, wir sollen also auf gewisse Dinge wirklich bedacht sein. Ja? Das ist kein Aufruf zur Selbsterniedrigung, wenn wir auf Bescheidenheit bedacht sind. Ja, bitte, immer wieder diese Gefahr falscher Demut. Wir kommen dann nicht und geißeln uns selber, um zu zeigen, wie demütig wir sind, nur weil wir auf Bescheidenheit bedacht sind. Ja, ja, das ist kein Aufruf zur Selbsterniedrigung und Minderwertigkeit, sondern zu gesunder Beurteilung. Paulus sagte von sich, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist Gnade, die uns angeboten wird. Ja? Gnade, die uns zu dem macht, was wir sind oder, wenn wir es noch nicht sind, was wir werden sollen. Die Gnade Gottes. Und seht die Verbindung, wenn du jetzt vielleicht denkst, okay, was hat das eine mit dem anderen, mit dem Stolz zu tun? Es ist Stolz, der Gnade aufhält. So, Gnade ist essentiell. Gnade ist so wichtig, dass ein Kanal der Gnade geöffnet ist, dass Gnade zu uns fließt und nur Stolz hält diese Gnade von uns weg. Und Paulus sagte, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Im Umkehrschluss heißt das, der Stolz würde diese Gnade aufhalten und Stolz verhindert, dass wir zu dem werden, was wir sein sollen. Stolz hält förmlich Gottes Gnade nicht nur auf, sondern unsere ganze Berufung, unsere ganze Identität kann von Stolz verdorben und vergiftet werden und es uns unmöglich machen, dass wir in unsere Identität in Christus hineinkommen. Paulus sagte aber, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Guck mal, wenn er jetzt sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, könnte man sagen, ah, das ist aber ganz schön stolz. Und trotzdem sagt er, seid auf Bescheidenheit bedacht. Also sehen wir da schon, wenn wir ein verkorkstes Verständnis von wahrer und falscher Demut haben, dann würden wir annehmen, boah, Paulus, das war ziemlich stolz. Das war nicht stolz. Er war hier nicht stolz, wenn er sagt, denn durch Gottes Gnade durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade, die er an mir verwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Woraus hat er mehr gearbeitet? Aus der Gnade, die ihm Gott anbot, ja? Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Oder mit mir ist. Und so ist es auch bei uns, ihr Lieben. Wenn wir etwas für den Herrn tun, dann könnte von außen beurteilt einer vielleicht sagen, boah, der macht aber viel für den Herrn. Und oh, der macht aber nicht so viel für den Herrn. Ihr Lieben, der nach menschlicher Beurteilung viel für den Herrn macht, aus welcher Quelle macht er das? Aus Gnade. Oder? Und ist die Gnade, die dem einen angeboten wird, eine andere, als die dem anderen angeboten wird? Nein.
So, Gott bestimmt, Gott wirkt, Gott macht es. Ja? Das ist kein Freifahrtschein für uns, wenn wir sehen, oh, der macht aber viel für den Herrn. Okay, ich mache nicht so viel, dann ruhe ich mich eben aus, weil Gottes Gnade macht es ja sowieso. Nein, wir sollen danach streben. Wir sollen danach streben, dass wir wirklich in diesen Fluss der Gnade hineinkommen. Immer mehr, immer mehr. Dass wir in Gnade baden. Was sagt das Wort? Deine Gnade ist besser als was? Als Leben. Deine Gnade ist besser als Leben. Wir sollen immer wieder da hineinkommen, darum beten, darum flehen, Herr, komm, ich brauche Gnade heute. Das, was gestern für den Tag gestern war an Gnade, war für gestern. Ich brauche heute neue Gnade. Morgen stehe ich auf und ich sage, oh Herr, ich danke dir, Herr, dass dieser Tag reichlich Gnade für mich bereitet. Gnade zu wandeln, Gnade zu wirken. Heute hatte ich ein Gespräch, ein ganz, ganz wichtiges Telefonat mit einem Menschen, der wirklich Hilfe braucht. Und es war auch so witzig. Ich habe angerufen und wir hatten eigentlich einen Telefontermin und nicht rangegangen. Ich denke, oh. Und habe ich gemerkt, ich habe noch gar nicht um Gnade gebeten. Habe ich aufgelegt, habe um Gnade gebeten, habe nochmal angerufen, er gerannt. So wichtig ist Gnade, ihr Lieben. Und mir fiel ein, Halleluja, Jesus, bitte schenk mir Gnade, richtig zu reden. Schenk mir Gnade, dass wenn ich Worte spreche, dass es nicht meine Worte sind, dass die Person am anderen Ende der Leitung nicht meine Stimme hört, sondern deine Stimme. Jesus, komm, mach dich offenbar. Und auf einmal habe ich gemerkt, warum der Telefonanruf zur bestellten Zeit, zur verabredeten Zeit gar nicht durchging und warum er 5 Minuten später durchging. Weil ich Gnade brauchte. Ich brauchte Gnade. Jetzt wirst du denken, um zu telefonieren brauchst du Gnade. Ja, ich sag's nochmal. Ich brauche Gnade. Ich brauchte heute Gnade, um mir diese Schuhe anzuziehen, obwohl ich sie nicht mal zubinde. Jetzt habe ich euch offenbart, ich brauche Gnade für einen Schuhlöffel. Ey, das ist ja wohl krass. Ja, ich brauche Gnade für einen Schuhlöffel. Ja, Amen, ich gebe es zu. Gnadenschuhe, Amen, Gnadenschuhe. Okay. 1. Korinther 15, 10, ich glaube, wir wissen, was Paulus uns damit sagen will, ja? Weiter offenbart sich wahre Demut also im Glaubensgehorsam und dem Wissen, und jetzt kommt es, dass wir abhängig sind von was? Von Gottes Gnade. Ja? Ihr Lieben, wir kommen jetzt wirklich immer mehr dahin, dass wir auch verstehen, vielleicht bist du heute hier und du denkst, ey, ich kämpfe gegen so viele Dinge in meinem Leben, ja? Und ich rede jetzt hier nicht so nur von Widrigkeiten, wie bei mir jetzt beispielsweise gegen Schmerzen oder bei Katja mit Rückenschmerzen. Das sind Widrigkeiten, die sind echt, die erfordern manchmal wirklich, ja, das ist harter Kampf. Aber ich rede jetzt davon, manchmal kämpfen wir auch gegen Verführung und gegen Anfechtung, wo wir merken, da klopft Verführung an die Tür, Satan klopft wirklich an die Tür. Ja? Und ich will dir sagen, dass wenn wir das rechte Verständnis davon haben, wie wir uns Gott in Demut unterordnen, wie gesagt, das ist ja das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, dann werden wir lernen, schon lange im Kampf und kampfbereit zu stehen, bevor wir überhaupt realisieren, dass diese Versuchung gerade anklopft. Das ist so wichtig, weil überleg dir jetzt mal selber, in einem, sag ich mal, Kriegszug, taktisch gesehen, in der Welt, ja, 2 Nationen kämpfen gegeneinander, Krieg. Wie wichtig ist es, dass die eine Seite einen kleinen zeitlichen oder taktischen Vorteil hat vor der anderen und sozusagen weiß, was der Nächste im nächsten Schritt tut? Das ist im Krieg essentiell. Das ist das ganze Thema des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg hat eigentlich nur ein Ziel gehabt. Wir müssen zuerst wissen, was sie vorhaben, damit wir darauf vorbereitet sind und schneller den Knopf drücken könnten, bevor sie es tun. Ist es nicht so? Ist das nicht der Kalte Krieg in ein paar Worten beschrieben? Darum ging es nur. Spione wurden ausgesandt, Amerika hat Russland ausgehorcht, Russland hat Amerika ausgehorcht und jeder wollte unbedingt wissen, was tut der Kriegsfeind als nächstes. Warum erkläre ich uns das? Wenn wir nur realisieren, dass uns Gott durch wahre Demut und Gnade einen taktischen Feldzug an die Hand legt, jedes Mal im Streit gegen Satan, dass wir ihnen immer einen Schritt voraus sind, wenn wir das begreifen, dann würden wir nicht mehr so oft bedröppelt im Kampf gegen Satan dastehen und erst nachdem wir gefallen sind, realisieren, dass wir angegriffen werden. Der Punkt oder der Fakt, dass so viele Christen erst immer, nachdem sie gefallen sind und bedröppelt dastehen, realisieren, oh, ich habe es wieder nicht geschafft. Der Fakt ist einfach der, dass wir nicht begreifen, die uns dargebotene Gnade,
in Verbindung mit der Demut, sich Gott unterzuordnen, ist dazu da, damit wir Satan voraus sind und ihm nicht immer wieder hinterherlaufen. Gottes Wort sagt doch, dass wir wissen, was seine listigen Kunstgriffe sind. Die Tragik an der Sache ist, viele Christen wissen es nicht. So oft ist es so, dass gewisse Dinge geschehen und man könnte eigentlich sagen, nachdem sie dann geschehen sind, hätten wir eigentlich vorher wissen müssen, dass es so kommt, oder? Ist es nicht oft so? Warum hätten wir das? Wir hätten es nicht durch Wahrsagerei vorher wissen müssen, sondern weil Gottes Geist, Gottes Wort in uns so wirksam werden soll, dass wir Satan wirklich immer geistlich einen Schritt voraus sind. Ich frage dich mal auf andere Weise. Hat Jesus dem Satan eigentlich einmal hinterhergehinkt? Ihr Lieben, selbst als Jesus noch nicht vollmündig war, als er noch Kind war, ist es Satan gewesen, der Jesus immer hinterherhinkte. Auf einmal sagt das Wort, und Josef zog mit Maria nach Ägypten. Satan wusste gar nicht, was los war und hat erstmal den Kindermord hier in Israel losgeschoben und da war Jesus schon lange in Ägypten, der war ihm einen Schritt voraus. Jesus war Satan immer einen Schritt voraus, immer. Und du bist Nachfolger Jesu, du bist dazu berufen, nicht Satan hinterherzuhinken und immer wieder, bam, hast du eine reingebekommen und bam, und wieder auf die Schnauze und bam, und immer wieder als bedröppeltes Häufchen Elend, sondern wir sind berufen, im Siegeszug einherzugehen. Wir sind berufen zu siegen. Warum? Weil wir schon geistlich mit Christus an himmlischen Orten wirklich herrschen. Im Leben, dass dieses ganze Prinzip von Herrschaft in Christus ausüben. Wir sind eine königliche, heilige Priesterschaft. Uns ist es, was ist das Merkmal eines Königs? Herrschaft. Kennst du einen König, der nicht herrscht? Ist er nicht mehr König, oder? Wir sind eine königliche Priesterschaft und sind zum Herrschen berufen. Und wie gesagt, bitte jetzt nicht falsch verstehen, irgendwie so ein abstraktes Bild aus der Welt. Ja, herrschen, boah, da halte ich hier mein Reichtum und boah, und ich fahre hier den dicken 500er Benz, das ist nicht Herrschen. Sondern Herrschen im Leben mit Christus, Herrschen über Versuchung, Herrschen über Sünde, Herrschen über Anfechtung, Herrschen über Knechtschaft, Herrschen über diese Dinge. Hab mich letztes Mal, es war auch in einem Telefongespräch, kann man denn wirklich ganz frei werden von Alkohol und von, ich sag, hör mir zu. Ich selber bin frei geworden von diesen Dingen und ich kenne unzählige bei uns aus der Gemeinde, die sind von den tiefsten Bindungen sind die frei geworden. Und am anderen Ende, oh echt? Ich sage, ja, warum Jesus? Weil er uns beruft zu herrschen. Amen? Okay, ich merke, dass ich hier gerade voll abschweife in dieses Thema Herrschen. Aber das ist auch eigentlich Thema hier mit Stolz und Demut, ja? Okay, Wege des Stolzes. Gehen wir dahin. Wir sind übrigens gleich am Ende. Ist nicht mehr viel. Sydney, ich würde jetzt sagen, wir haben erst ein paar Minuten. Aber haben wir wirklich erst? Wow, wir liegen heute richtig gut in der Zeit. Wir sind erst eine Stunde dabei. Jetzt ehrlich, jetzt ohne Quatsch. Erst eine Stunde. Ehrlich. Wege des Stolzes. Die Wege der Menschen mögen wohl sehr verschieden sein, aber Stolz, Rebellion und Unabhängigkeit sind als Folge des Sündenfalls bei jedem einzelnen Menschen zu finden. Egal wie der Lebensweg auch sich gestaltet, diese Dinge sind sozusagen als Fundament bei jedem Menschen gelegt. Denn von Anfang an sind wir Kinder des Zornes, Nachkommen Adams, in Sünde geboren. Und mit diesen Eigenschaften, diesen rebellischen Eigenschaften von Stolz, Unabhängigkeit und Rebellion im Herzen sozusagen unterwegs. Es ist das Bestreben Satans, dass der Eigennutz als eigentliche Bestimmung des Menschen erkannt wird. Satan wird Fürst dieser Welt genannt, weil Eigennutz diese Welt regiert. Satans Ziel ist es, dass wir immer wieder von unserem Stolz, Klammer auf, Eigennutz, Selbstbestimmungsrecht, Gebrauch machen und sozusagen der Herr unseres eigenen Lebens werden. Wobei auch das ein Widerspruch ist, weil wenn wir meinen, wir sind Herr in unserem Leben, wer herrscht dann? Satan. Wir sind eigentlich nie Herren, ob auf der Seite oder auf der. Dieser Eigensinn oder Eigenwille, auch Stolz genannt, ist ein Hauptmerkmal eines falschen Propheten oder Lehrers. Petrus sagt, das gilt besonders, war ich zu schnell mit dem Daumen.
Das gilt besonders für die falschen Lehrer, welche in unreiner Lust oder Eigennutz dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt, also Gottes Autorität, verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Ja? So, das ist, dass wir das einfach sehen. Diese Ambition im Eigennutz, im Eigensinn zu handeln, führt wirklich dazu, dass wir auf diese listigen Kunstgriffe Satans eingehen und seinen Verlockungen nachgehen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen lernen, dagegen an zu widerstehen. Amen. Okay. Jesus sagte über die falschen Lehrer und Propheten folgende warnende Worte. Er sagte, und das ist, wie gesagt, habe ich schon so oft gesagt, mein Vers und Kapitel in der Bibel, wo ich echt, boah, habe mich zittern gelernt. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten, Stolz, Eigensinn, Eigennutz erkennen. Denn nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird auch in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Dies war in seinem Namen, aber trotzdem zum Eigennutz und Eigenlob. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wir sehen also, diese Menschen haben christliches Vokabular nicht nur als Fremdsprache, sondern als eigene Muttersprache gesprochen. Sie haben auch in den Dingen gewirkt, in denen wir als Christen wirken sollen, aber die Motivation in ihrem Herzen oder das Fundament, auf dem sie diese Dinge getan haben, war zu ihrem eigenen Nutzen, ja, und zu ihrem eigenen Lob und nicht auf Befehl und Geheiß des Herrn hin. Übrigens, in der Gefahr stehen wir heute auch. Darum sagte ich in der einen Einheit, wo wir darüber gesprochen haben, evangelisieren, den Missionsbefehl umsetzen, wir tun das nicht aus unseren Wünschen heraus. Unser Wunsch ist natürlich auch, Menschen sollen gerettet werden. Und es ist ein nobler Wunsch. Aber es war auch ebenso nobel, diese Dinge zu tun, in seinem Namen viele Wundertaten zu wirken oder in seinem Namen Dämonen austreiben. Es ist genauso nobel. Aber deswegen tun wir die Dinge nicht. Ich sagte, wir gehen auf die Straße und verkündigen das Wort, selbst auch dann, wenn wir niemals auch nur ein Resultat sehen. Warum? Wir tun es aus Gehorsam, weil Jesus es sagte und deswegen tun wir es. Und wenn die ganze Welt sagt, lass es bringt nichts, wird eh keiner errettet, tun wir es trotzdem. Warum? Weil Jesus es sagte. Amen. Und das ist halt der Unterschied. Wir tun die Dinge nicht mehr aus unserem eigenen Verständnis oder aus unserem eigenen Willen oder aus eigenem Nutzen heraus, sondern wir tun es, weil Jesus es sagt. Und außerdem, das mal eben nur als Randnotiz gesagt, wir kennen auch diesen Spruch, ja, wenn einer sagt, spring, dann fragst du noch, wie hoch. Ja, bei Jesus frage ich, wie hoch. Wenn Jesus sagt, spring, dann springe ich. Wenn Jesus sagt, geh, dann gehe ich. Wenn Jesus sagt, steh, dann stehe ich. Es ist so. Er ist der Herr. Er ist mein Meister. Übrigens, so wurde ich errettet. Ich habe einer Predigt zugehört und der Prediger hat gesagt, du sitzt nicht in diesem Boot, wo Jesus, du jubelst ihn aus der Masse zu, aber du sitzt nicht im Boot. Geh hinein. Was habe ich gemacht? Ich bin gegangen. Halleluja. Ich durfte hineingehen in das Boot. Warum? Weil Jesus mich in das Boot gerufen hat. Er hat gesagt, wir gehen auf die andere Seite des Sees. Und der Prediger hat sozusagen gefragt, bist du dabei? Gehst du mit rüber oder stehst du in der Masse und jubelst ihn zu? Und ich stand in der Masse und jubelte ihn zu und war nicht im Boot. Aber danke, Jesus, ich durfte aus der mir dargebotenen Gnade meinen Eigenwillen aufgeben, meinen Eigennutz aufgeben und durfte in das Boot steigen. Warum? Weil Jesus gerufen hat. Halleluja. Okay. Er sagt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Was ist das Zeichen von Gesetzlosen? Gesetzlosen, die griechische Übersetzung oder die lateinische Übersetzung heißt Anomia, Ungehorsame und Gesetzlosigkeit Praktizierende. Und dieses Wort Anomia ist auch verwandt mit dem Wort Anarchie, ja, Anarchia, und heißt Herrschaftslosigkeit. Wir sind einer Herrschaft unterstellt, nicht einer, sondern der größten Instanz von Herrschaft in Zeit und Ewigkeit, und das ist Gott. Und wir sind nicht herrschaftslos, wir sind unter seiner Herrschaft. Amen. Und wir wollen nicht in Anarchie leben, in Gesetzlosigkeit gegenüber dem Herrn. In den letzten Tagen wird die Liebe in den vielen aber erkalten, und was wird überhand nehmen?
Die Anarchie, die Gesetzlosigkeit, die Herrschaftslosigkeit wird überhand nehmen. Menschen wie diese, die wir hier beschrieben sehen, die haben in der letzten Zeit sozusagen ein ganz, ganz großes Forum. Sydney, mit Z. Mit Z. Standen die Leute dann trotzdem unter der Autorität des Herrn für ihren Eigenlob? Oder diese hier? Aus welcher Macht heraus haben sie denn dann Dämonen ausgetrieben und in seinen Namen Wunder getan? Sie standen nicht mehr unter der Autorität des Herrn. Sie haben sich der Autorität des Herrn entzogen. Das siehst du daran, dass Jesus sie tadelt und sagt dann am Ende, ich kenne euch nicht. Und er nennt sie Gesetzlose. Und Menschen, die Jesus nicht kennt und die gesetzlos sind und nicht mehr seiner Herrschaft unterstehen, haben sich seiner Autorität entzogen. Und sie haben die Dinge getan, wie sie auch Jannes und Jambres, die beiden Zauberer des Pharao, getan haben, von denen in der Bibel geschrieben steht, sie konnten dieselben Wunder tun wie Mose und Aaron. Bloß die Quelle, aus der sie schöpften, war satanisch. Und hier ist es genau dasselbe. Gerne. Danke für die Frage. Die erste heute. Manuel, die zweite. Ja, also dazu, das heißt, in deinem Namen, das heißt dann nicht, dass sie mal Christen waren oder so, sondern sie sagen das einfach so. Wir haben das doch in deinem Namen getan, wobei sie vielleicht einfach nur den Namen Jesus gebraucht haben, aber dahinter stand trotzdem der Satan. Ja. Würde ich auch so sehen. Wir haben auch, in dieser Welt haben wir auch ganz, ganz bekannte und ganz, ganz große Beispiele, die in dem Namen Jesus vorgeben, große Dinge zu tun. Und dennoch wissen wir anhand, übrigens, das ist ja das ganze Kapitel in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich nenne jetzt nur mal einen Namen, ich weiß nicht, ob der euch geläufig ist, aber ich kann ihn auch wirklich frei nennen und da scheue ich mich auch nicht vor, weil er bekannt ist, als Irrlehrer schon sehr bekannt ist, Joel Osteen. Ist einer der größten Verfechter des Wohlstandsevangeliums, wurde schon oft auch in großen Interviewdebatten gefragt und hat ganz offen zugegeben, also hat ganz offen davon gesprochen, was für ein Evangelium er predigt und hat dann auch bekannt sein Evangelium. Und wenn du es hörst, wirst du sofort sagen, boah, falsches Evangelium. Er hat da gar keine Scheu vor. So, und Joel Osteen tut es im Namen Jesus Christus. Jetzt müsste man fragen, okay, welchen Jesus Christus? Ne? Bitte? Ja, bei ihr, okay, die Frage war, weil das jetzt vielleicht nicht gehört werden konnte, ist die Joyce Meyer nicht auch so? Das Evangelium von Joyce Meyer kenne ich nicht so gut. Ich weiß nur, dass Joyce Meyer etwas tut, was vom Wort her nicht so geboten ist. Sie übt ein Amt aus, das ihr nicht zusteht. Und alleine deswegen würde ich schon sagen, obwohl von ihr viele gute Sachen kamen, also da gibt es eine große Kontroverse. Viele meinen, sie ist ganz gut. Viele meinen, nee, würde ich, also ich höre sie mir nicht an. Weil sie einfach nicht tut, was biblisch ist. Sie hat ein Amt übernommen, was ihr nicht zusteht. Und die Verhältnisse, in der sie die Dinge tut, die sie tut, würde ich auch stark hinterfragen. Aber ich würde sie nicht in dieselbe Kategorie wie Joel Osteen stecken. Das würde ich nicht. Ja, dass sie ausführt, sie als Gemeindeleiterin und in der Art und Weise, wie sie ihrem Mann auch vorsteht und wie sie ihren Dienst dort halt eben tätigt und die finanziellen Einnahmen, die sie dort hat in ihrem Dienst und weiß ich nicht, das hinterfrage ich alles ganz stark, in der Art und Weise, wie sie das als Frau tut. Ich verfechte hier nicht die Meinung, Frauen dürfen nicht verkündigen, aber ich sage schon, Frauen in der Gemeindeleitung oder in solch einer leitenden Funktion finde ich absolut nicht im Kontext der Bibel. Ich finde Frauen im Kontext der Bibel, die verkündigen, ja, und viele Frauen verkündigen auch das Evangelium auf wunderbare Weise in dieser Welt, ja, aber ich sehe nirgendwo im Kontext der Bibel, dass eine Frau irgendwo Älteste ist. Das gibt es im Kontext der Bibel nicht. Ich sehe eher sogar dagegen sprechende Dinge im Kontext der Bibel, die einer Frau wirklich sagen, hey, werde lieber nicht Älteste. Es gibt so viele wunderbare, tolle Berufungen, die der Herr für dich hat, aber es muss nicht das Amt eines Ältesten sein. Und ich meine, dass Joyce Meyer das Amt eines Ältesten ausübt. Zumindest ein sehr stark leitendes Amt. Und das sehe ich nicht im Kontext der Bibel. Ich weiß, dass ich alleine dafür, was ich jetzt gesagt habe, viel Kritik einstecken werde, aber ich stehe zu meiner Meinung.
gerne. Aber es wäre schon schön, wenn ihr ans Mikrofon geht, weil dann brauche ich nicht jede Frage wiederholen. Sydney, du warst zuerst da. Ja, auf das von gerade eben nochmal zurück, also zum Einlob. Es gab ja auch dann sicherlich Zeugen, die das gesehen haben, wo sie in seinem Namen das getan haben. Also Dämonen und Wundertaten. Sind diese Leute dann geblendet in dem Moment oder fühlen die sich dann so, dass sie denken, dass Jesus Wunder tut, weil sie den Namen ausgesprochen haben? Ich meine, wenn sie denen nachfolgen, dann sind sie ja dann keine Verführten in dem Moment, oder? Ich verstehe jetzt aber nicht die Frage. Also du redest jetzt von denen, die hier beschrieben sind, die diese Sachen getan haben, aber nicht aus richtiger Quelle. Und dann die denen an denen gehorcht haben oder an die geglaubt haben? Entweder an denen das Wunder getan worden ist oder an die, die vielleicht zugeguckt haben. Ah, okay, ja. Genau. Was denken die? Also die hören ja den Namen Jesus. Ach so, okay. Ob das also echt ist, ob die Heilung bei dem, der dort geheilt wurde, vielleicht, ob das echt ist. Lass mich mal die Frage so beantworten, indem ich dir etwas erzähle und dann wirst du aus dem, was ich dir erzählt habe, ganz schnell schlussfolgern, okay, so und so muss es sein. In der Ausbildung zu diesem spiritistischen Feld ich weiß nicht, wie man das nennt, Reiki-Meisters, Reiki-Ausbildung, ja? Ich habe ein Zeugnis bekommen von einer ausgebildeten Reiki-Meisterin und in ihrem Zeugnis sagt sie, es ist Bestandteil der Ausbildung zum Reiki-Meister, dass du das Vaterunser rezitierst und immer wieder das Vaterunser auch bei deinen Anwendungen in diesem Berufsfeld Reiki immer wieder das Vaterunser auch mit hineinbringst. So, also sehen wir, das Vaterunser, das Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrte, wird im Bereich der Esoterik, des Spiritismus, wird es gelehrt und praktiziert. Nun kannst du dir ja selber darauf den Reim ausbilden, okay, was dort dann erreicht wird mit dem Beten des Vaterunsers und dem Anwenden im Bereich von Reiki, auch wenn der Name Jesus dort genannt wird, ist es aus einer guten und richtigen Quelle und kann das, was daraus resultiert, wahrhaftig sein? Und ich glaube, die Antwort müsste sein, nein. Ebenso ist es auch mit christlicher Hypnose. Christliche Hypnose mag wohl viele Resultate hervorbringen und Menschen werden vielleicht auch unter sogenannter christlicher Hypnose von irgendwelchen Sachen frei, aber ich wage zu behaupten, sie sind nicht frei und es wird sich früher oder später herausstellen, wie gebunden sie geblieben sind oder noch weiter gebunden wurden. Ist die Frage damit beantwortet? Okay, super. Als nächstes war Jakob. Also ich habe so mehr die Frage auf den speziellen Teil. In deinem Namen werden Dämonen ausgetrieben. Bezieht sich das auch nicht sehr gut gerade bei den Katholiken auf die Leute oder Priester, die Exorzismus betreiben? Ja, auch. Das auch. Ist mir so in den Sinn halt gefallen. Weil ich habe sogar selbst einen Verwandten, der das in Amerika macht. Ja. Und ich, auf jeden Fall, ich habe das auch meinem Bruder so erzählt, aber der ist vollkommen davon überzeugt, dass das was Gutes ist. Mhm. Ja, ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Gerade der Katholizismus, obwohl ich da auch sagen muss, vielleicht weil mich da auch ganz viele immer falsch hören wollen oder falsch verstehen wollen. Ich sage nicht, dass der ganze Bereich von Katholizismus überall nur in die Irre gegangene Leute. Ich glaube, unter den Katholiken gibt es auch welche, die erweckt werden, die Wahrheit erkennen, ja? Die aufhören, dann Maria zu verehren, die anfangen, Jesus wirklich zu lieben, aber dann muss man auch wieder sagen, dann kommen sie auch schon raus aus dem Katholizismus, weil es gibt ja gewisse Dinge, die beschreiben, was ist Katholizismus. Ich hatte es gesagt, der Papst hat einmal gesagt, das Hauptanliegen der Katholiken weltweit ist die Verehrung der Maria. Wenn also ein Mensch im Katholizismus Jesus erkennt durch Gottes Gnade, aufhört, Maria zu verehren und wirklich sein Herz konsequent an Jesus hängt, dann ist er ja schon am Ausbrechen. Aber dein Beispiel ist insofern sehr, sehr gut, weil genau im Katholizismus, im wirklichen Katholizismus, wo Maria verehrt wird, wird der Name Jesus benutzt als etwas, was unter Maria sozusagen autoritär angesiedelt ist. Sogar, wenn der Papst ex kathedral spricht, dann ist ja sein Wort sogar über dem Wort der Bibel. Aus Johannes 1, 1 bis 3 wissen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Und dieses war am Anfang bei Gott und alles, was geschaffen ist, ist durch dieses Wort geschaffen und nichts, was geschaffen ist, ist ohne dieses Wort geschaffen. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. So, wenn also der Papst ex kathedral spricht und er sagt, sein Wort, was er gesprochen hat, ist über dem Wort Gottes, sagt er, mein Wort ist über Jesus Christus. Und so sehen wir, dass sie falsche Dinge tun, wenn sie das in dem Namen Jesus sagen. Das ist ein gutes Beispiel, danke. Du hast eine Frage, Adriano. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Der Text kam mir gerade ein, Markus 9, da die Begebenheit, wo Jesus gefragt wird, wir haben einen gewährt, der auch Dämonen ausgetrieben hat. Ja. Johannes hat gesagt, und den haben wir gesehen, und hat Jesus gesagt, wehrt ihn nicht, wenn er für mich ist, so in meinen Worten jetzt. Ja. Und nicht, wenn ich gegen ist, der ist für mich so. Ja. Und ja. Die Stelle verstehe ich nicht in dem Zusammenhang. Ist das überhaupt Zusammenhang oder ist das wieder was ganz anderes? Weil den kannte Jesus ja auch nicht. Er kannte vielleicht Jesus, aber Jesus kannte ihn oder andersrum. Also ja. Ich meine, ja, ja. Das widerspricht sich für mich jetzt gerade ein bisschen, aber vielleicht. Okay, um das zu verstehen, müssen wir sehen, was ist die Quelle, aus der diese Menschen gehandelt haben. Und die Quelle, aus der diese Menschen gehandelt haben, war der Eigennutz und eben nicht der Gehorsam zu Jesus. Das ist die Quelle, aus der Matthäus 7, 20 bis 23 diese Menschen gehandelt haben. Und diese Menschen beispielsweise, sie haben auch die Dinge, die sie getan haben, als Rechtfertigung vielleicht für ihren Glauben gesehen. Haben gesagt, weil ich diese Dinge tue, deswegen muss ich gerettet sein. Das heißt, sie haben dem Wort Gottes total widersprochen. Ja, denn aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken, ja, dass sich keiner rühme. Diese haben ihre eigenen Werke hier sozusagen zum Rühmen gemacht und zur Bestätigung ihrer Errettung. Weil sie sagen ja, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen? Also mit anderen Worten, Herr, sind wir nicht errettet, weil wir haben doch diese ganzen Dinge in deinem Namen getan. Das heißt also, schon das Fundament war hier falsch gelegt. Wohingegen das Fundament bei der Begebenheit, die du jetzt gerade aufgezählt hast, dort sagt Jesus ja, wenn sie nicht gegen mich sind. Diese waren gegen Jesus. Warum? Weil sie haben aus Eigennutz, aus Eigenwille gehandelt. Sie haben nicht für Jesus gemacht. Sie haben nicht in Gehorsam zu Jesus gemacht. Jesus sagt aber von den anderen, mit anderen Worten, ich sage es mal mit meinen Worten, wenn sie nicht gegen uns sind, dann sind sie im Gehorsam gegenüber mir mit uns. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, die haben vielleicht auch die Sachen getan und Jesus wusste in diesem Sinne nichts von denen, weil die haben es sozusagen nicht mit den Jüngern Jesu getan. Aber es kann sein, dass sie an Jesus Beispiel, lass uns mal einfach nur ein Beispiel kreieren. Jesus ist in einer Stadt gegangen, hat viele Leute geheilt, Dämonen ausgetrieben, hat seine Jünger gelehrt. Ja? Er hat ja den Jüngern gelehrt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, durch welchen tun es eure Söhne? Hat er ja zu den Menschen gelehrt. So, er hat ja gelehrt, wie Dämonen ausgetrieben werden, hat es seinen Jüngern gelehrt. Und viele davon haben zugeschaut und haben dann vielleicht gesagt in einer anderen Stadt, okay, Jesus geht mit seinen Jüngern dahin und wir machen das, was wir bei Jesus gelernt haben, hier. Aber wenn sie es im Gehorsam gegenüber Jesus getan haben, wie Jesus es gesagt hat und Wahrheit verkündet haben, waren sie mit Jesus und nicht gegen Jesus. Ist das verständlich? Okay. Okay. Ja, da war noch eine Frage, aber nicht mehr. Okay, gut, gehen wir weiter. Ich habe die erste Stunde dieser Jüngerschaftsschule, habe ich gedacht, boah, heute kommen keine Fragen. Und dann kommen sie alle auf einmal. Gut, ich freue mich über jede Frage. Wunderbar, Fragen sind wichtig. Amen. Okay, Stolz ist das Hauptmerkmal dieser Welt. Ich glaube, das wissen wir. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Jede Art von Anfechtung ist immer eine Versuchung, uns dazu zu bringen, unser Leben unabhängig von Gott zu führen. Das ist übrigens die Connection, warum ich anfangs sagte, dass das rechte Verständnis von Stolz und Demut und sich Gott unterzuordnen ein aktives Kämpfen gegen
Anfechtung und Versuchung ist. Nimm diesen Satz wirklich mit. Jede Art von Anfechtung ist immer eine Versuchung, uns dazu zu bringen, unser Leben unabhängig von Gott zu führen. Prüf das mal jetzt für dich selber. Ich weiß ja nicht, in welchen Bereichen du angefochten bist. Aber jedes Mal, wenn Verführung an die Tür klopft, ja, jedes Mal ist es ein Angebot, entweder Gott zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Es ist immer eigentlich, wenn du es aufs Letzte runterbrichst, ist es immer Stolz, Ungehorsam gegenüber Gott und ich bin mein eigener Chef oder Demut, Gehorsam gegenüber Gott, mich ihm und seinem Willen unterzuordnen und ich gebe meine Herrschaft an Gott ab. Wenn du es aufs Letzte reduzierst, ist es immer wieder Stolz oder Demut. Eine Frage nach Stolz und Demut. Ich finde das total krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das so wahrnehmt. Ich nehme das so als, für mich ist es wie ein Rema. Für mich ist es wie eine Offenbarung, dass gegen meine Versuchung zu kämpfen, das ist für mich so eine Offenbarung geworden, dass das wirklich essentiell damit zu tun hat, vertraue ich Gott, vertraue ich seinem Willen und seinem Wort für mich. Das ist für mich irgendwie so ein Rema geworden, so eine Offenbarung geworden, dass wenn Versuchung bei mir an die Tür klopft, dass es mir jetzt viel, viel leichter fällt. Ich sage nicht, hört mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, ich stehe hier als ein Mann, der von jeder Versuchung frei ist. Bestimmt nicht. Euer Gemeindeleiter ist nicht frei von Versuchung. Er wird sehr oft versucht. Was ich aber sage, ist, dass mir das Verständnis dazu verhilft, dass wenn Versuchung bei mir an die Tür klopft, es verhilft mir sehr, sehr gut dabei, wirklich innezuhalten und zu sagen, okay, what would Jesus do? Was tust du? Herr, was willst du jetzt? Diese 2-3 Sekunden Besonnenheit, die diesen Spielfilm vor meinen Augen mal eben auf Slow Motion stellen. Ja, dieses und auf einmal bist du so, das sind nur 2-3 Sekunden. Verführung klopft an der Tür, sie steht schon da mit dem Päckchen vor dir. Nimm's an, es ist so verlockend. Und der Heilige Geist kommt, Sven, überleg doch mal, ist das Gottes Wille? Ist das jetzt das Herrn Wille für dich? Läuft wieder in normaler Geschwindigkeit. Lass mal, danke, nein. Es ist so, da ist so viel Power drin. Da ist so viel Power drin, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, wirklich. Aber das geht nur, wenn wir in dieser Phase von Demut sind, dass wir wirklich anerkennen, Herr, deine Herrschaft über mein Leben. Du bist mein König. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Ich bin Mensch. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Herr. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir sagen, Herr, ich brauche dich, denn ohne dich komme ich nicht mal beim Aufstehen aus meinem Schlafzimmer, ohne zu sündigen. Ich komme nicht mal ins Bad, ohne zu sündigen, ohne deine Gnade auf meinem Leben. Amen. Okay, deswegen wiederhole ich es gerne noch ein drittes und ein viertes Mal. Jede Art von Anfechtung ist immer eine Versuchung, uns dazu zu bringen, unser Leben unabhängig von Gott zu führen. Geben wir dieser Versuchung nach, dienen wir unbeabsichtigt der Welt, der eigenen alten Natur oder Satan. Wir wurden getäuscht, wenn wir denken, dass wir uns damit selbst einen Gefallen erweisen, denn eine solche Freude ist zeitlich begrenzt, verblasst schnell und hat bittere und schmerzliche Konsequenzen. Jesus wirkt dem entgegen, indem er uns auf den Weg des Kreuzes führt. Das grundlegende Prinzip für unser Leben in Christus. Der Weg des Kreuzes. Was beinhaltet dieser Weg? Dieser Weg beinhaltet die Zurückweisung des alten natürlichen Lebens, das heißt Sterben. Wir sterben täglich, ja? Und die freudige Vereinigung mit dem auferstandenen Christus. Und das bedeutet Leben. Jesus hat es selber gesagt. Wer mir nachfolgen will, nehme das Ruder für sein Leben selbst in die Hand, bestimme seinen Kurs selber und setze die Segel und gute Fahrt. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat uns auch nicht so wie mit dem nordischen Gruß immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel gewünscht. Das hat Jesus nicht getan. Ja? Jesus hat nicht gerufen, Petri, heil, auf dass du gut fängst. Nein, Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich, sterbe täglich und folge mir nach. Hat er das gesagt? Amen. Also schließen wir daraus, wir müssen erst sterben, um wahrhaftig zu leben. Ich finde das so witzig. Bei Jesus gibt es immer so ein Paradoxon. Ne? Du musst erst sterben, um wahrhaftig zu leben. Wunderbar. Okay,
Wir kommen zum Ende. Dem Stolz durch Bekennen sterben. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Das wissen wir. Indem wir Stolz zugeben und bekennen, proklamieren wir, was Satan sich zu bekennen weigerte. Ja? Satan hat sich geweigert, seinen Stolz einzustehen. Deswegen wurde er zu Satan und ist gefallen. Nämlich, dass wir von Gott abhängig sind. Das ist eine Kriegserklärung gegen Stolz. Wenn du mit Stolz zu kämpfen hast, fang an zu bekennen, du bist abhängig. Du bist ein Gnade-Junkie. Du bist abhängig von Gnade. Du bist abhängig. Ja? Nämlich, dass wir von Gott abhängig sind, wenn wir Stolz aufdecken und darüber Buße tun, bekennen wir unser Verlangen von einem ich-bezogenen, übrigens das ist das, wonach die Welt trachtet, von einem ich-bezogenen und unabhängigen Leben frei zu werden. So werden wir frei sein, ein Leben in der Gnade Gottes zu beginnen und unsere geistliche Stärke und Identität durch und in Christus bei Gott zu beziehen. Okay, lass uns mal aufstehen. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir wieder einmal beten und proklamieren wollen. Wir fangen an einfach mal mit einem Gebet, okay? Ist ziemlich viel, aber das machen wir einfach, ja? Okay, lass alle zusammen auf drei. Eins, zwei, drei. Lieber himmlischer Vater, du hast gesagt, dass Hochmut vor dem Fall kommt und ein überheblicher Geist vor dem Stolpern. Ich bekenne, dass ich auf meine eigenen Nöte und Wünsche fixiert war und nicht auf jene der anderen. Ich habe mich nicht immer selbst verleugnet, nicht täglich mein Kreuz auf mich genommen und bin dir nicht immer nachgefolgt. Ich habe mich auf meine eigene Stärke und meine Möglichkeiten verlassen, statt in den deinen zu ruhen. Ich habe meinen Willen vor deinen gestellt. Mein Leben hat sich um mich gedreht statt um dich. Ich bekenne meinen Stolz und meinen Egoismus und bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass jeder Bereich meines Lebens, der von den Feinden des Herrn Jesus Christus in Besitz genommen wurde, an dich zurückfällt. Oh, Power, ihr Lieben. Amen. Amen. Das sollten wir beten. Das sollten wir wirklich viel, viel öfters beten. Herr, ich möchte, dass jeder Bereich, der an deinen Feinden erging, dass er zu mir zurückkommt. Dass Satan siebenfach erstattet, was er geraubt hat. Amen. Das dürfen wir beten. Amen. Okay, das war ein Gebet. Es sind nur Beispielgebete, ihr wisst es. Aber nun kommen wir mal zum Proklamieren. Okay? Auch wieder auf drei. Amen. Eins, 2, 3. Ich entscheide mich, auf die Kraft und Führung des Heiligen Geistes zu vertrauen, damit ich nichts aus Selbstsucht oder Einbildung heraus tue. In einer Haltung der Demut will ich andere höher achten als mich selbst. Ich erkenne dich als meinen Herrn an und bekenne, dass ich ohne dich nichts von bleibender Bedeutung tun kann. Bitte prüfe mein Herz und zeige mir genau, wo ich mein Leben in Stolz gelebt habe. Ich bitte und empfange dies im Namen des Herrn Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir sind sozusagen am Ende. Und ich bedanke mich für eure ungeteilte Aufmerksamkeit, wie Mike sagen würde, und würde noch vielleicht einen bitten von euch, mit einem Gebet zu schließen. Ja, Herr, ich möchte dir danken, Herr, für die Mühe, die du in den Zweck gelegt hast, weil so traurig auf einen Bibel setzen konnten, der auch alle Fragen noch beantworten. Danke, Heiliger Geist, dass du so mächtig wirkst und dass Sven sich dafür so aufstreckt, auch dieses zu lernen und dass wir so viel Freude haben, jedes Mal hier sein zu dürfen. Wenn wir diese Sachen hören, wenn wir diese Proklamation sagen, wenn wir diese Gebete sprechen, danke, Heiliger Geist, dass du es festigst in unser Geist, in unser Leib, dass du es auf unser Herz schreibst. Ich danke dir, Herr, dass du uns sicher nach Hause führst jetzt, Herr, und wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Zeit, die schon übermorgen ist. Ja, Amen. Danke, Jesus. Seid gesegnet.